letztes Spiel für heute Abend. Let's get to it, shall we? Sehe ich mal ganz genauso. Und zwar mit Spectre. Den werde ich auf der Offlane gegen mich haben. Den Centaur. Ich überlege gerade. Hol ich eine Magic Wand. Ich weiß es nicht. Vom Centaur werde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel harassed werden wahrscheinlich. Wird sich einigermaßen in Grenzen halten. Von daher schaue ich mal. Also. Das Ziel ist ein schnelles Radiance. Und je nachdem, wie stark ich harassed werde auf der Offlane, also auf ihrer Offlane, auf meiner Safelane von ihrem Offlaner, desto mehr muss ich dafür tun. Möglicherweise muss ich schon den Ring of Health relativ früh holen. Aber möglicherweise. Möglicherweise kann ich auch sehr schnell auf das Radiance gehen. Na gut, hier da eine Rune. Ist okay. Huskar in der Mitte, Centaur auf der Offlane. Da kann ich jetzt zunächst noch einen ausbremsen. Das wäre vielleicht ein bisschen. Ein bisschen Glück, die Lane bei uns zu uns ziehen können. Nee. So, jetzt können wir erstmal schauen, dass er. Zurück. Disrupt, also das kriegst du gerade ein bisschen viel ab. Ja, mit angreifen sollen. Dann hätten wir es vielleicht geschafft. Okay, den haben wir. Am Tower ist nicht ganz so einfach. Ja, prügeln sich jetzt die beiden, dann können wir mit bisschen Glück aber hier die Lane ganz gut kontrollieren. Der Disruptor sollte mal mit hochgehen. Das kann er zwar im Jungle einiges contesten, aber dafür verliert er viel XP in der Lane. Im Endeffekt dürfte er nicht so wahnsinnig viel davon haben. War mir auch mal meinen ersten Tango noch. Ja, das hat leider nicht geklappt. Ich gebe ihm gleich mal ein Tango ab, weil ich brauche die nicht so dringend wie er. Eine 2 ranged. Am Anfang hat Spectre nicht so hohen Schaden. So, geben wir ihm mal ein Tango ab. Thanks. Nee. Mit 3 Ranged wird es auch nicht besser. Nächstes ein bisschen mal auf den Tower hauen. Ha! Schon 41 HP geklaut. Riesenvorteil für uns. Keine Chance mehr. Ja,
Ja, dann haben wir den Last Hit nicht gekriegt. Ich glaube, Boots gönne ich mir noch. Den Ring of Health, das sieht aus, als bräuchte ich den nicht unbedingt. Nice. Nein, da muss natürlich der Turm drauf schießen, die Sau. Centaur ist Miss. Na, jetzt komme ich nicht mal schnell genug zum Sideshop. Und verpasse ich hier die Last Hit. Oh, how wonderful! Your middle tower is being torn to pieces. Nice. Sehr schön. Den Stun daneben gesetzt hat. Das ist natürlich schade, dass ich nach einmal so komisch hängen geblieben bin am Zaun. War ich so schön vorhin dem ersten Stun ausgewichen und in den genau reingelaufen. Brauche ich ein bisschen Defensive. Der eine Tod wirft mich natürlich schon ein bisschen zurück. Sehr schön. Bauen wir den Disruptor hier mal. Wir haben ein bisschen mehr Hilfe mal gebraucht. Ein bisschen schneller, schade, er war fast tot da. No sorceries avail.
Ganz schönes Armlet-Toggling hat er ja gemacht. Der Husker macht das sehr gut. Der gankt sehr gut und benutzt dann vor allem sein Armlet sehr gut. Das ist eine Sache, die ich bei weitem nicht so gut kann. Das hat er echt geschickt gemacht, oft. Ein Heal wäre jetzt mal nicht verkehrt. Mid-Tower taking damage. Ja, der Disruptor ist halt nicht so schnell, den wir ruhig mal hoch teleportieren können. Mid-Tower taking damage. Top Tower under siege. Your top tower is under attack. Ja, da hinten läuft der Husker rum. Your top tower is under attack. Da muss ihn ja nicht alles durchgehen lassen. Denn Voker ist leider gestorben, aber einmal Wisp und einmal Husker getötet. Die nächsten 5 Minuten entscheiden darüber, wie das Spiel laufen wird. Also zumindest das bis zum Midgame. Weil wenn ich jetzt noch ein schnelles Radiance bekomme... Top Tower under siege. Ein Auge aufhaben, wo möglicherweise Wisp dann vielleicht mit Husker auftaucht oder so. Deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig gewesen und zurückgegangen. Ah, super. Drop Tower under siege. Sehr schön. Ach, den Lars hätte ich. Fuck. Aber schöne Kills auf den Husker, das brauchten wir auch. Autsch.
Komm! Wow. Close shit. Ah, wir kämpfen uns zurück ins Spiel. Da bin ich sehr gut weggekommen noch mit dem Spectral Dagger, aber knapp war es. Dem AA-Ulti gerade so ausgewichen. Der Centaur kam da fies angelaufen. Das war ganz enges Höschen. Ja, es hat geklappt. So, und jetzt kriege ich meine Radiance in vernünftiger Zeit bei Minute 15. Trotz der schwierigen Startphase habe ich bei Minute 15 mein Sacred Relic. Und bei Minute 20 spätestens hoffentlich mein Radiance. Und dann ist das alles völlig im Rahmen. Naja, hau ich ab. So. Ja, na, ziemlich genau bei Minute 15 werde ich mein Sacred Relic haben. Schnell weg hier. Naja. Dann gehe ich halt so raus. Als nächstes mal zu Town Portal. Your middle tower being destroyed is part of your strategy, right? Yes, that's how I'm going to interpret it. Ayo sich da hinten geblinkt. Ja, ja. Versuchen ist sehr nett. So, fehlt nicht mehr viel. 461 Gold. Das ist sehr machbar. Ganz risikolos hier oben jetzt. Und dann kann es jetzt zum Tower verteidigen kommen. Was hat denn der Anti-Mage bisher? Na, hat auch schon sein fertiges Battle Fury. War nicht so schlecht. Ich glaube, ich gehe mal zurück in die Base. Und hol einfach meine Radiance ab. Oh.
Ja, da bin ich durch hin. Nice. Well, my goodness, your top tower is being attacked. So, jetzt noch die Mitte pushen. Erstaunlich, also ich finde erstaunlich gute Zeit dafür, dass es ein bisschen schwieriges Game ist mit dem Husker, dass ich doch jetzt relativ schnell das Radiance bekomme. So, jetzt, wie gesagt, erstmal habe ich ein bisschen zu spät reagiert hier. Geh weg. So, jetzt habe ich Ulti ready und Radiance. Jetzt gibt es als nächstes erstmal gegen das Team Power Threads oder Face. Das ist so ein bisschen die Frage. Beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, gegen das Team so viel Burst, ich brauche viel HP. Power Threads. Und ich... Nice. Bin auch bereit. Halt kein Ranged kommt, mache ich das halt. Ziehe ich mich dann lieber zurück, wenn sie da angeeiert kommen. Muss man ja nicht bei jedem Scheiß mitmachen. So, ich will jetzt erstmal meine Threads fertig haben. Ich sage, wir weichen ihn einfach aus, genau wie sie es jetzt auch zeigen. Oh, den Anti-Mage. Wollen wir mal klein machen, das lohnt sich schon. Sehr schön in die Mitteltower. Ich glaube, das war's. Okay. So, gehen wir auf Nummer sicher. Als nächstes ein Vanguard noch. Viele mögen das aber nicht, weil sie es viel zu langsam halten. Ich denke immer noch, dass das wert ist. Obwohl in diesem Fall... wenn ich diesmal nicht mal das... Wenn ich den Ring of Health im Early Game holen muss, dann lohnt es sich auf jeden Fall ein Vanguard. Und in diesem Spiel könnte man tatsächlich sagen, vielleicht lohnt sich doch kein Vanguard. Na, es holt sich... Ich hole mir doch kein Vanguard. Manta und Hart, glaube ich. So,
am Anfang war noch ein bisschen unangenehm jetzt, weil ich da nicht die Regeneration habe, um Creep Waves vernünftig zu tanken. Das ist das Einzige, was dann so ein bisschen fehlt. Also die Lebensregeneration ist ein bisschen scheiße. Das Einzige, was man machen könnte, ist... Ich habe versucht, mit dem Ulti ein bisschen... Na, gehen sie rauf. Aber wenn sie da rauf gehen, dann bleibe ich hier unten. Das war gar nicht der echte. Dann ziehe ich mich hier mal zurück. Ich dachte, sie kämpfen da gegen den echten. Und doch, tun sie jetzt doch wieder. Okay. Ach, wegen des Aegis war das. Das war wegen des Aegis. Ich kaufe mir einen Manta-Style. Machen wir es auf diese Art und Weise. Was hat er inzwischen? Okay. So, und oben die Wave hole ich mir auch. Yasha haben wir. Your middle tower is under attack. Na, das war es doch kurz zu sehen. Vom Wisp. Das Relocate. Oder habe ich das falsch gesehen unten? Sah kurz so aus, fand ich. Na, mit dem Yasha schon mal noch ein Stück schneller unterwegs. In 5 Sekunden. Ups. Ja, das war mir doch zu gefährlich. Ich hätte wahrscheinlich einen Kill kriegen können. Mit Glück 2, ganz sicher ist es nicht. Und es wäre aber auf jeden Fall risikoreich gewesen. Einen hätte ich vielleicht kriegen können. Und dann sage ich mir lieber, hey, ich farm gerade. Und dann räume ich sie lieber gleich vollständig von der Platte. Bevor ich da unnötig ein Risiko eingehe. Da kommen sie gerade hoch. Der Ascent. Ne, kann er mir nicht hinterher blinken durch mein Radiance. Tschüss. Werde ich jetzt wieder merken, wenn ich die Ancients nehme, dass mir wieder die HP-Regeneration fehlt. Relocates gehen ein bisschen schief. Ja, wenn es noch ein, zwei Mal so machen, dann haben wir das Spiel am Sack. Weil dann bin ich doch eindeutig der bessere Carry. Your top tower is under attack. Ah, sehr schön. Das ist für den Farm ganz gut. Ich werde mal mit ihnen hier noch den Farm mir holen. Da.
Müsste, wäre cool, wenn er mit in die Base kommen würde, wenn er gerade in dem Augenblick, wo ich teleporte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Es wäre sehr witzig, wenn ich ihn dann mitnehmen kann in die Base. People still buy this item. Why don't you pay attention to the metagame? Dann als nächstes ein Hard. Ist natürlich nicht ganz ideal, ähnlich wie man gegen Lifestealer spielt, weil so. Killen wir den ruhig mal. Das Geschenk nehme ich einfach an der Stelle mit. So, dann gehen die Creeps ein bisschen weg. The enemy's middle tower has fallen. For justice. Wenn wir schon direkt dran vorbeilaufen. Können wir mal die Sachen mitnehmen, unten den Tower pushen. Immer ein Diffusal Plate als Waffe, aber ich baue das selten. Wie gesagt, da ich das Radiance... Spectre finde ich einer der besten Radiance-Carrier. Nicht ganz sicher, warum der Omni da so aggro war. Na, aggro ist übertrieben oder so skeptisch. Läuft. Da hocken sie jetzt zusammen. Ach, ich werde es so machen einfach. Sollen die für mich die Mitte farmen? Ups. Ich stehe die ganze Zeit hier, statt im Fountain zu stehen. Ganz aufgepasst. Nun gut. Sind auch ein bisschen vorsichtiger geworden mit ihrem Relocate. Zu Recht. Es ging jetzt ein paar Mal ordentlich nach hinten los. So, Heart und Butterfly wären die nächsten zwei Sachen. Obwohl, ähnlich beim Huskar ist ähnlich wie gegen PA, ist auch eine Blade May sehr stark. Regeneration. Da unten gammeln sie rum. Was hat er inzwischen? Okay. Auch ganz vernünftig. Ups, da war ich zu nah am Respawn, oder? Ja. Ja. Ich habe einfach mein Ulti ready. Ich farm noch ein bisschen, dass ich mal ein bisschen mehr HP habe. 1,6 ist nicht so schlecht, aber auch nicht so super. Ich kann immer noch umstellen, da habe ich fast 1,8. Ne.
ich da jetzt ein Ulti reinmachen möchte. Wenn man sein Ulti lieber nicht verschwenden sollen. Anti-Mage noch. Hab ich gar nicht gesehen, weil ich die andere Illusion kontrolliert habe. Hat der Orange gerade? Ja, Slada hat Double Damage genommen. Und den AA gekillt. Der AA ist nur noch Futter gerade. Und Ayo auch. Nicht genug Mana für ein Ulti. Ich gehe mal zurück in die Base. Lad nicht auf. Das war's jetzt mit dem Spiel. Und jetzt gehen wir in die Mitte und können das schön beenden. Schön das letzte Spiel, entspannt einigermaßen. If enemies attacking your top tower is what you desire, please take an action. Your top tower is under attack. No sorceries are here. Stop. No one can defend top tower. It needs to learn to defend itself. Ich möchte auch wieder mitspielen. So, schnell mal erst den Tower holen. Das ist ein bisschen einfacher. Nicht ganz sicher, wann das so völlig schief gelaufen ist für die. Ich dachte, sie hat einen echt guten Start. Oder einen ziemlich guten. Das ist sensationell, aber schon ziemlich gut. Ganz, irgendwann ging es ein bisschen schief. Ein paar Ganks und ein paar Wisp-Aktionen gingen dann schief. Die sind anscheinend der Meinung, dass auf jeden Fall Wisp schuld hat. Haben sie sich im Team schon drauf geeinigt. Aber ich habe es irgendwie nicht so richtig mitbekommen, ehrlich. Wegmachen, die nerven mich auch immer schon. Ich kann schon längst wieder rein teleportieren, wenn ich mal hier rauskommen würde erstmal. Also mein Heart habe ich.
Als nächstes wäre dann Butterfly fällig. Ich denke, wir können eigentlich direkt durch die Mitte pushen, bevor wir oben noch durch den Tier 2 gehen. Das dauert viel zu lang. Jetzt will der Wisp auf jeden Fall noch sicher gehen, dass er reported wird. Dem Yasha noch schnell genug. Autsch. Ist noch den blöden AA-Ulti drauf. Weniger zurückkaufen. Frechheit. Naja. Ey, nochmal 50 Geld kriegt für meine Godlike-Serie. Na toll, jetzt bin ich 1000 Jahre tot. You've destroyed their middle tower. I wonder if they'll mind. Middle tower demolished. I'll not be caught off guard again. Radiant entry. Jetzt kann ich in meinem eigenen Chat gerade schwer nicht schreiben. Na toll. Ups. Na gut. Gerade noch im Twitch-Chat gewesen, weil ich eh tot war. Ja, das war noch ein entspanntes Spectre-Spiel zum Schluss. Am Anfang sah es nicht ganz so entspannt aus, ob ich mein schnelles Radiance kriege, was eigentlich dann immer Voraussetzung ist, damit es richtig gut läuft. Aber dann habe ich es noch relativ schnell gekriegt, unter 15 Minuten. Das erste Bestandteil, das Rezept dann vor 20, Sacred Relic vor 15 Minuten, ist alles ganz gut geklappt. Und danach war es eigentlich ziemlich easy. Also das war auch noch nett. Eine schnelle Runde mit Spectre.